So da, meine Lieben, Vespa 300 meldet sich wieder mit einem neuen Video. Ich war heute mit dem Auto unterwegs, ausnahmsweise nicht mit dem E-Bike. Gell? Ich vermeide es ja, mit dem Kfz zu fahren. Ja, meistens bin ich mit dem E-Bike öffentlich oder mit der Bahn unterwegs. Nur heute hat es sich nicht vermeiden lassen. Ja, und am Heimweg habe ich da ein nettes Plätzchen entdeckt und habe mir gedacht, das wäre jetzt ein ruhiges, idyllisches Plätzchen, wo ich meinen 12 Meter GFK, eigentlich ist er fast 13 Meter jetzt, vielleicht sogar mit der Dacherhöhung sogar 14 Meter, ja, weil ich habe ihn ganz oben am Spitzeln um einen halben Meter verlängert, da habe ich noch ein dünnes Element von einer Angelrute gehabt, das heißt, oben ist er noch einen halben Meter länger und unten habe ich ihn einfach, wie schon öfters, aufs Dach hinaufgeschnallt. Ja. Jeder Meter oder jeder Zentimeter zählt. Das ist wie in der Liebe. Haha. Ja, hi. Also, auch hier habe ich noch einmal ungefähr, naja, ich schätze so 70, 80 Höhengewinn. Na, wird schon 80 sein, weil ich bin ein bisschen über 80. Also, das wird sich so in Richtung 1,80 ausgehen. Und ja, wie gesagt, heute ausnahmsweise mit dem Kfz unterwegs und ihr seht da meine Holzplatte aus dem Baumarkt, der Restekiste, ja, die hat zufällig gepasst von den Abmessungen und dann habe ich noch einen 60 cm Schwerlastträger, ebenfalls aus dem Baumarkt. Ja, das ist eigentlich ein Fachträger, ja, für Schwerlastfächer. Den habe ich mir auch seinerzeit aus dem Bauhaus ergattert und diese Rohrschellen ebenfalls. Also das ist alles handelsübliches Baumarktmaterial. Und meine Dachbox habe ich sowieso immer oben, wegen meinen ganzen Antennen. Und das Brett habe ich einfach da mit Kabelbinder angeschnallt. Ja, das sind Hochlastkabelbinder, da halt dann, ich glaube, naja, 120 Kilo oder so, müsst ihr dann einmal schauen, Zugfestigkeit aus. Also, ja, das halt ausreichend, mehr als ausreichend. Heute ist es windstill oder nahezu windstill. Da oben ist die, naja, wie immer meine Lieblingsantenne derzeit. Das ist die Minifed von DX Bauer, von Martin aus Oberösterreich. Ja, derzeit meine Lieblingsantenne. Und das ist ein 12,5 Meter Mast von DX Weiher. Den habe ich schon 5, 6, 7 Jahre. Ja, ziemlich von Anfang an. Der hält noch immer. Ja, und 12,40 Meter ist er, steht da. Und ja, den habe ich, wie gesagt, oben noch einen halben Meter verlängert. Und da unten auch noch einmal um einen 1,80 Meter. Also kann man sich einmal ausrechnen. Ja, 12,40 Meter plus 50 cm plus 1,80 Meter. Wie immer dann ausrechnen. Jetzt bin ich jetzt faul, dass ich das im Kopf zusammenmontiere. Könnt ihr machen, hey. Und ja, das werden wir zu Hause ausrechnen. Gut, und jetzt werden wir mal schauen, ob wir da mit meinem aktuellen Lieblingsfunkgerät ein QSO zustande bringen. Ja, schauen wir einmal. So, da, dann machen wir da den Deckel auf. Da haben wir ein bisschen ein Schattendach. Huch. Hier spricht das Internet-Gateway in Österreich für Not- und Katastrophenfunk für jedermann mit Verbindungen nach Wien, Tulln und Wilhelmsburg. Na, so eine schöne Backe, also die gefällt mir ja nach wie vor, ich kann mir die gar nicht oft genug anhören, ja, also das war jetzt die Backe vom Gateway Wien, stündlich, und mir gefällt das einfach, gell, wie gesagt, ich kann mich kaum satt hören. So, da probieren wir es einmal, CQ, ist da irgendjemand QRV für die Vespa 300, ich bin da gerade aktuell im Marchfeld, kann mich da wer aufnehmen im Marchfeld, Break, schauen wir einmal, ob ich da wer aufnehmen kann. Oder auch nicht. Manchmal sind die Jungs auch, ich will nicht sagen zu faul, aber ein bisschen träge. Gell? Ja, also momentan meldet sich niemand, aber an sich müssten mich die Jungs hören. Gell? Ja, und das Brett da unten, das wollte ich auch noch zeigen, das ist eine Türschwelle aus Buchen. Ja, wirklich?
Ja, besten Dank, Werner. Grüß dich da. Jetzt habe ich geglaubt, meine Endstufe ist kaputt. Hi, ich bin da im Machfeld, gell, und habe da meinen Mast wieder aufgebaut. Super, also ich verstehe dich auch. Und die Barke habe ich vorhin gehört, also fantastisch. Gefällt mir immer wieder, gell. So eine schöne Barke oder so einen schönen Jingle, das hat nicht bald jeder. Gell, zu dir, Werner. Ja, ich muss dazu sagen, das hat eigentlich fast keiner, weil die Deutschen sind auch schon ganz hin und her gerissen, weil sie dann auch kopieren und für sich, aber wieder was soll's, was Seller wie, also mit Nass ist nichts gut. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Danke. Tag da und ich setze mich wieder auf den Balkon hinaus. Ich wünsche dir recht. Viel Grüß, viel Spaß Danke. Und einen schönen Nachmittag. Gell? Und Danke, Werner. Aus, gell? Tschüss, Papa dabei. Servus, Werner. Servus Alfred, danke Werner, du kommst da spitzenmäßig rein. Gell? Letzte Frage, Werner, was kannst du mir da für einen Rapport da in Wien geben? Wie gesagt, ich bin da draußen im Machfeld irgendwo, gell? Außerhalb von Wien. Zu dir, Werner. So, schauen wir mal. Was hat er mir für einen Rapport gegeben? Was sagt er? Also an und für sich auf dem großen Antenne Santiago 5 Ach, und auf dem GT-Antenne Santiago 6 bis 7. Sehr gut, danke Werner, kann ich da zurückgeben. Auch Santiago 5 und Radio 5, also R5, S5, gell? Super, danke Werner, dir einen schönen Nachmittag, gell? So, Alfred habe ich gehört. Servus Alfred, Vespa 300 am Apparat. Schau mal. Servus Vespa, grüß dich, da war ein Break, glaube ich auch. Aha, Break war? Danke Alfred, servus also, servus Vespa, servus Werner. Vom Sender 29 aus Wilhelmsburg auf der Rudolfshöhe, über die GT. Ah, begrüße dich, Gringo 29. Servus, auf der Rudolfshöhe. Ich bin da im Machfeld, gell? Ich stehe da irgendwo einsam bei so einem leeren Graben. Ja, wie kannst du wieder aufnehmen? Ich höre dich ein bisschen verrauscht, aber durchaus verständlich. Zu dir, Gringo 29. Schauen wir nochmal. Servus, Wester nochmal. Ja, ich kann nicht verrauscht aufnehmen, aber Verständigung ist ausgezeichnet. Sonne hier, keine Wolke, vor Wolke am Horizont, aber ja. 29 Grad. Ja, also da hat es, glaube ich, auch irgendwas um die 30 oder sogar mehr, gell? In der Sonne, mein schwarzer Wagen, der heizt sich ordentlich auf. Ich habe da ein bisschen einen Schatten unter der Heckklappe, ja. Aber endlich ist er da, der Sommer. Endlich ist er da, der Sommer. Und du bist auf der Rudolfshöhe, hast du gesagt, mit der Handgurke, oder wie schaut das aus? Zu dir, Gringo 29. Wie schaut das aus, wenn Gringo 29? Ich bin mit der Handgurke mit Gummiwendel, also heimlich Sandelle, 52 cm hoch. Heiflex? Ich bin mit dem, was es geht, wie immer. Ich bin auf der Rudolfshöhe, das ist 100 Meter hoch, in Wilhelmsburg an der Dreisen. Also für die Gummiwurst geht das tadellos. Aber da kommst du über das Tollner Gateway, über das Wilhelmsburger Gateway, schätze ich. Über das Wilhelmsburger Gateway, ist das richtig? Schauen wir einmal. Alles klar. Alles klar, wie gesagt, ich bin da irgendwo im Machfeld und habe da meinen, ich schätze, das werden schon 14 Meter jetzt sein, 14 Meter Mast verlängert. Gell? Und den habe ich aufs Autodach oben rauf geschnallt. Gell? Da sieht man eh, oben aufs Autodach. Auto sollte wieder einmal putzen. Gell? Da wächst schon Erden. Da kann ich schon Erde finden, da kann ich schon Kartoffeln abbauen. Sorry, das. Sorry, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Noch einmal bitte, Gringo. Jetzt war ich abgelenkt. So. Wir kommen jetzt zum Restaurant. Wer nicht vergessen, ich werde mich in den Hintergrund begeben. Alles klar. Vielleicht zum Spätter 73. Alles klar, Gringo. Dann lass das gut schmecken. Mahlzeit. Vielleicht bis später. Gell? Ciao, ciao. Vierte. So, das war der Gringo 29 mit der Handgurke. Und ihr seht, ja, das geht da aus dem Machfelde. Ja, schauen wir mal darüber. Wo sind wir denn da? Ja, da drüben, Horizont. Ja, wie gesagt, das ist wichtig, dass sich da die HF überall gut ausbreiten kann. Ja, der Boden könnte ruhig ein bisschen feuchter sein. Gell, der ist nicht mehr so nass. Dann wird es noch ein bisschen besser gehen. Der ist schon ziemlich trocken. Aber es geht trotzdem. Habt ihr gesehen? Mein erster Aufruf wurde erhört. Und ja, der Werner war so nett, da hat mir einen Rapport gegeben. Also ich komme da problemlos bis Wien rein, gell? Obwohl da diese Riesenhalle in die Richtung ist. Aber es funktioniert trotzdem. Gell? So, schauen wir mal, vielleicht meldet sich ja noch wer.
Vielleicht, ja, was ich sagen wollte, das ist eine Türschwelle, ebenfalls aus dem Bauhaus, Baumarkt. Und das ist normalerweise mein Auffahrfuß. Ja, da fahre ich normalerweise drauf. Brauche ich jetzt nicht, wollte ich nur präsentieren, habe ich auf meiner Webseite verlinkt. Brauche ich nicht, weil ich ja das Teil da jetzt drauf geschnallt habe. Gell? Das ist ja momentan da drauf geschnallt. Ja, und die Schrauben habe ich nicht einmal festgezogen, das hält trotzdem. Die habe ich mit den Fingern einfach, einfach handfest angezogen. Kann ja nirgends hin, gell? Kann ja nirgends hin. Und wie gesagt, das ist alles Baumarktmaterial, gell? Und das hält bis jetzt. Und wenn nicht, na, dann bracht es halt ab. Solange es mich nicht erschlägt, ja, da haben wir dann mal die Maßangabe, 12,40 Meter ist er. 12,40, genau. Dann oben noch mal einen halben Meter, da 1,80. Naja, da geht. Na, hört ihr das an? Da ist ja die Fledermausmama. Begrüße dich, Fledermausmama. Vespa 300 am Apparat. Kannst du mich aufnehmen, Fledermausmama? Zu dir. Schauen wir einmal. Wo ist die Fledermaus? Oh, hallo. Servus, Vespa. Du klingst heute komplett anders. Komplett anders? Eine hellere Modulation und ein bisschen, weiß ich nicht, wie ein Wasserfall oder so ein Rauschen ist dabei. Servus, begrüße dich, aber hören tue ich dich. Nein, das freut mich. Naja, ich habe jetzt eine andere Kiste, das CB500, das klingt ein bisschen anders, das mag schon sein. Und ich bin da außerhalb von Wien, im Machfeld, gell? Also von dem her ziehe ich wahrscheinlich ein bisschen ein Rauschen mit, das ist schon klar. Also ich bin nicht so stark, wie wenn ich innerhalb von Wien aufbaue. Aber freut mich, dass ich dich da aufnehmen kann. Ich höre da mit einem S5 und Radio auch 4 bis 5, also kein Problem, dich zu verstehen, Fledermausmama. Zu dir, schauen wir mal. Die Fledermaus. Ich muss sagen, ich höre dich eigentlich auch recht gut, sehr laut, schön, an Santiago 7 hast und von Radio 3 bis 4. Naja. Nein, 4 bis 5 mehr. 4 bis 5. Mehr laut. Na, das also ist super. Nicht so leise. Aber es ist gut. Es ist, ja, na gut, es ist, wenn es im Machfeld ist, das sind die ganzen Ähren, die ganzen Grashalme, die da rauschen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Flemer, sind das die Grashalme. Obwohl, ich habe gesehen, jetzt beim Durchfahren durchs Machfeld, also das Getreide ist quasi überall schon abgemäht. Also da sind nur mehr Stoppelfelder, ja, und das Stroh ist weg, nur mehr die Reste von den Ähren. Also früher habe ich immer gesagt, wenn das Getreide gemäht wird, ist der Sommer vorbei. Gell? Also wenn die Mähdrescher fahren, ist der Sommer vorbei. Ich bilde mir ein, das ist immer früher. Ja, bald werden wir im April das Getreide mähen, wenn es mit dem Klima so weitergeht. Aber jetzt ist alles schon abgemäht. Also ich sehe kein Getreidefeld mehr. Gell? Zu dir. Sind wir früher. Gut, das glaube ich schon. Weil das sind, was jetzt so geracht ist, sind die Stummeln, die noch stehen. Wahrscheinlich. Und die tust du gerade drüber schmeißen mit genau. Deinem Handy. Und darum rauscht das so. Ich kapiere das schon. Ja, na sicher, du, die Zeit ist auf jeden Fall komplett verkehrt. Ja, weil irgendwie. Die sind eigentlich viel später angemäht worden. Nicht jetzt mitten schon im Sommer. Aber ja, man kann da immer halt so mit, das ist gehört so. Das ist jetzt die schnelle Natur. Ja, das stimmt, weil ich kann mich früher erinnern, da war das sicher einmal einen Monat später, weil das war so gegen Ende der Ferien, da haben sie dann immer gemäht, das war so Ende August. Na, jetzt haben wir nicht einmal einen Anfang August und das Getreide ist überall schon abgemäht. Also irgendwie haben es die Zuchtanstalten geschafft, dass sie ein schneller, wüchsiges Getreide züchten. Hei. Oder ist das Klima? Oder beides? Man weiß es ja nicht, gell? Also ich glaube eher, dass das Klima ist, weil, oder sind das neue Sorten, die so schnell reif werden. Was weiß der Geier? Ist ja wurscht. Hauptsache, wir haben unser Brötchen, unser Semmel rechtzeitig resch in der Früh am Tisch. Alles andere ist wurscht, hei. Gell, zu dir. Alles andere ist wurscht. Wo ist die Flimmer? Ja, na, so ungefähr sehe ich das auch. Aber ich denke, dass die schneller reif wird, dass die da schon gewisse Sorten na, das kann schon oder sein. Was. Weil es war eigentlich schon immer später die Abmähung. Oder, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich beides. Da kann ich nicht mitreden. Da habe ich zu wenig von der Landwirtschaft, da habe ich zu wenig Ahnung. Na, ich habe eigentlich auch keine Ahnung, aber ich rede noch blöd. Nur mir fällt es halt noch auf, dass, wenn ich mich dunkel erinnern kann, so in der Schulzeit, gell, Ende der Ferien, da war dann immer der Kirtag. Und das war so Ende August, Anfang September und da haben sie dann immer gemäht. Also ich bilde mir das zumindest ein und jetzt haben wir
Mitte Juli, 1,5 Monate früher, und das ist auch schon alles gemacht. Also ja, wahrscheinlich wird es beides sein. Ich schätze mal schnellwüchsige Getreidesorten, und das Klima wird auch nicht ganz unschuldig sein, behaupte. Gell? Zu dir nochmal. Genau. Das stimmt, da ist alles zusammen. Aber was anderes, was mich jetzt da gerade interessiert, wenn wir rausgefahren sind, haben wir eigentlich immer so haufenweise die Sonnenblumenfelder. Ja. Hast du von denen dort noch was gesehen? Was für da drüben waren ja die? Du, eins habe ich gesehen, ein Sonnenblumenfeld, ein großes bin ich vorbeigefahren. Die lassen aber schon alle die Köpfe hängen. Also die sind schon auch schon ziemlich reif und schwer, ja. Weil vor 2-3 Wochen bin ich auch zufällig dort vorbeigefahren, und da haben sie noch schön gegen die Sonne geblinzelt. Ja, das war super gelb und schön anzuschauen. Jetzt hängt alles kopfüber runter. Gell. Entweder haben sie zu wenig Wasser oder die Köpfe sind schon zu schwer. Oder beides, gell? Also Sonnenblumen habe ich nach wie vor gesehen, genau. So. Das ist ja schon mal was, ja. Ja. Na, weil die haben eigentlich eine ab, wenn sie richtig sind, Ende Juli. Ja. Und nachher sind sie langsam ab. Also, Obmann. Also wenn sie jetzt schon hängen, dann haben sie Durst. Weil die sind eigentlich auch recht durstig. Obwohl sie sagen, die Sonnenblumen brauchen nicht viel, ist aber auch nicht wahr. Brauchen schon viel. Na, ich glaube schon, dass die viel brauchen, weil das ist ja eine riesen Biomasse, ja, und eine krautige Pflanzen irgendwie. Also ich gehe mal davon aus, dass die nicht wenig Wasser brauchen. Gell? Und jetzt ist momentan alles trocken. Also wenn man sich die Erde anschaut, den Acker, das ist alles staubtrocken. Gell? Wird Zeit, dass wieder einmal ordentlich schaffet. Aber nicht so, dass gleich alles wieder davon schwimmt. Ja, weil wenn es bei uns regnet, dann haben wir ja gleich die Überschwemmungen wieder. Gell? Mittelmaß gibt es ja keins mehr. Entweder monatelang Trockenheit oder Überflutungen, dazwischen haben wir nichts mehr. Gell? Auch keinen gescheiten Winter mehr, nichts mehr. Also ja, irgendwas ist da anders. Oder mein Empfinden hat sich geändert, das kann natürlich auch sein. Gell? Zu dir. Wahrscheinlich ist mein Empfinden. Das ist mein Empfinden. Das ist verwunderlich, das Ganze. Aber die Natur kann auch nicht so mit. Das ist eh klar. Ja. Aber das schaut so aus, wenn das alles jetzt so eng zu. Ich meine, sie sind ja schwer kopflastig, ja, die Sonnenblumen. Aber normal sind sie, wenn ich geschaut habe, früher sind sie immer schmutzig gestanden. Aber ich glaube, die haben eine Wassernot da, und das ich kann nicht so vergessen. Ich weiß nicht, wenn du das schaust, gibt es noch diese Sprenger, was immer so aufgestellt haben. Sind die noch oder darf man das auch nicht mehr? Die haben irgendwelche Verbote auch. Oh ja, die haben noch diese Sprenger, aber jetzt haben sie diese riesen Sprenger, das sind so riesen Kabeltrommeln, also Schlauchtrommeln eigentlich, ja, mit, weiß ich nicht, so armdicker Schleich, und die fahren da selbstständig übers Feld. Also das sind so riesen Wasserwerfer, sage ich. Gell. Da fährt auch, da hinten im Horizont sieht man es eh, ein riesen Wasserwerfer. Ja, der einfach, wo ist er denn? Da hinten sicher. Ein riesen Wasserwerfer, der einfach das halbe Feld besprüht, und der fährt dann einfach langsam, wird irgendwie gezogen von einer Seilwinde oder zieht sie selber, fährt dann das ganze Feld ab. Gell? Also es gibt es noch, aber so, mit so riesen Wasserwerfer habe ich da jetzt gesehen. Gell? Zu dir. Ja, das schaut so aus, das ist richtig. Die Form so zickzack und dann so etappenweise irgendwie die ganzen Dinge. Es ist ja nur lustig, wenn man so gefahren sind früher, du hast nicht ganz aufpasst, hat ja auf einmal eine Wurzwasserschwalle erwischt, ja, im Auto. Beim offenen Fenster war es waschen noch. Das stimmt. Weil die waren nicht so richtig dosiert. Die haben die waren nicht eingestellt. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch noch machen. Das ist schon weit zurück. Nein, manchmal muss man noch aufpassen, manchmal geht es ein bisschen auf die Straßen aus. Aber das sind eher die kleinen, die klassischen Sprenger. Gell? Aber diese riesen Wasserkanonen, da passen sie schon auf. Weil wenn die da eine Wasserschwall erwischt, dann ist das Auto angefüllt von oben bis unten durchs offene Fenster. Weil das sind ja Riesenmengen, was da rausblasen. Aber du hast recht, teilweise hat es, glaube ich, irgendwelche Verbote gegeben, weil die Landwirte, die saugen das Grundwasser ab. Ja, da war ja mal schon extrem niedriger Grundwasserspiegel, ja, da haben sie ja schon teilweise 3-4 Meter nachschlagen müssen, beziehungsweise nachgraben müssen, weil kein Grundwasser mehr da war. Also die Landwirtschaft da im Machfeld ist nicht unschuldig, dass der Grundwasserspiegel eklatant absinkt, ja. Und auf der anderen Seite, ja, sonst hätte man keine knackigen, frischen Erbsen am Mittagstisch, ne? Das hat alles sehr führend wieder, zu dir, Flemmer. So.
Genau. Ah, da draußen hast du ja alles, die Erdbeerfelder und alles, ja, das genau. Sind ja auch noch. Und dann genau. Hast du ja da die Blumenfelder, alles ist auch weg. Ja. Und die haben dann schon irgendwann einmal ein bisschen ein Verbot gehabt, dass sie nicht so viel abbauen oder was auch immer. Weil es mit Wasser die knapp war, das ist so trocken, das Wasser, haben sie immer gesagt. Ja, ja. Ja, prägt, da wurde es gehört. Ja, das ist wirklich trocken, gell? Und wie gesagt, der Grundwasserspiegel sinkt teilweise in manchen Monaten, sodass manche Brunnen versiegen. Auf der anderen Seite, man muss die Felder bewässern, weil wenn es wochenlang nicht regnet, dann, ja, dann verkummt das alles. Ja, und wenn es dann einmal regnet, schwimmt alles davon, gell? Hat man im Fernsehen gesehen unlängst, ja, irgendwo landwirtschaftlich alles weggeschwappt. Ganze Gemüse in Sturzbachbächen davon geschwommen. Gell? Da war Präg, Präg, bitte kommen. So, schauen wir mal, der Präg. Wo ist das Präg? Nein, ich höre das leider nicht. So, dann einmal, Präg, bitte kommen. Ich habe leider vorher nichts gehört, ich habe nur kurz Präg gehört. Präg, bitte kommen. Nein, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Nein, da ist jetzt nichts mehr. Flemmer, hast du das Präg auch vorhin gehört oder habe ich mir das eingebildet? Zu dir, Flemmer. Was sagt er? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin derisch. Nein, ich habe das nicht gehört. Aha. Aber ist auf was anderes. Ich habe mein Fest nicht ganz auftrat. Weil sonst habe ich die ganze Rauscherei. Ist schon klar. Und das habe ich eigentlich, ich habe eigentlich nur behalbert zu. Aber wie jetzt auftritt habe, wie du am gerufen hast, habe ich nichts gehört. Da habe ich mir alles müssen hören. Ja, manche sagen Break und die haben keine Zeit. War früher ist so, wenn er nicht sofort einer hat, dann war er schon fort. Erinnert dich an früher. Ja, ja. Ja, das war so früher, das war so, gell, da hast du Break gesagt und wenn es nicht 3 Sekunden später, wenn die keiner reinlassen hat, 3 Sekunden später warst du am anderen Kanal, weil es hat ja keinen Mangel gegeben. Du hast ja müssen mit der Handgurke im Wohnzimmer sitzend, mit der Gummiwurstantenne, hast du einen freien Kanal suchen müssen. Das war ja extrem. Heutzutage musst du einen Kanal suchen, wo was los ist. Damals hast du dann suchen müssen, wo nichts los ist, nicht? Und deswegen hat man auch nicht lange gewartet, da ist man gleich zum nächsten und dort irgendwann, irgendwer hat die dann halt reinlassen. Aber ich glaube, das war bei mir lokal das Break, weil das war relativ schwach. Ja, also das hat nur 2-3 Stricherln gehabt. Aber vielleicht kommt der noch, der Kollege, gell? Gut, also Mike, kurz einmal von meiner Seite frei. Vielleicht kommt der Break, das hier nochmal rein. So, jetzt werden wir mal einen Schluck Wasser machen. Ja, verdurste ich nämlich da schon in der Hitze. Schauen wir mal. Ja. Ja, ich kann dich aufnehmen, Kollege. Wer bist du? Stimme kommt mir bekannt vor. Schauen wir mal. Wer ist denn das? Ja, wo ist der Kollege? Ja, wo ist der Kollege? Ich kann dich hier aufnehmen. Leise, aber gut verständlich. Bisschen verrauscht, aber das ist okay. Komm nochmal. Z80, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ah, jetzt war mal Duplex. Warte, ich muss ins Quellschaf machen, das ist grenzwertig. Ich mache ihn kurz ins Quellschaf und dann bitte noch einmal. So. Wer war denn das? Jetzt kann man das Witzige, ich kann mich einfach auf der 7. aufnehmen auf 35 und ich muss dann umschalten auf 36, dass ich dich über das Netz bewerte. Das mache ich jetzt. Alles klar, ich vermute nach der Stimme Z80, ist das richtig? Ja, ich höre dich da auf der Direkten, gut, noch einmal Wechsel auf die 35, dass ich dich höre. Zu dir Z80, oder? Ja, Z80 ist das, ne? Ja, ich sag, ich komme jetzt auf der 35 direkt zu dir, kann dich aber auf der 35 nicht aufnehmen, dann muss ich auf die 36 gehen, dann höre ich über die Z. Das ist schon sehr gesinnig, was ich da Also das habe ich noch nicht erlebt. Gut, das habe ich noch nicht. Dass wir Echo gehabt haben, wenn wir über das Gateway und über Direkte gekommen sind, das schon. Aber das habe ich nicht. Das ist ja faktisch, ist das nicht Repeater-Betrieb? Sowas ähnliches, oder? Das ist ja fast schon wie ein Repeater-Betrieb. Ein manueller, hi. Gut, zu dir Z80. Schauen wir mal. Keine Frage, das hört man aber. Also es ist wirklich witzig. Ich kann dich über den Kanal 36, ja? Also direkt kriege ich den nicht, aber ich funke jetzt direkt zu dir auf der 35. So, schalte wieder zurück auf 36, um dich zu
Ja, also du bist da bei mir ein Stricherl, eine S-Stufe über der Rauschsperre. Also du bist statt S2 habe ich Grundrauschen, du bist, kommst mit S3 und Radio 3 bis 4, aber durchaus verständlich rein. Z80. Frage, wo ist denn dein QTA? Wo stehst denn du gerade? Zu dir Z80. Wo bist denn du, Mäster? Du, ich bin da im Machfeld, da irgendwo nach Großenzersdorf, ja. Ich hab da ein nettes, ruhiges Platz gefunden auf einem Feldweg und da hab mir gedacht, da baue ich jetzt einmal meinen Masten auf und probier's, ob's von da auch geht. Und siehe da, es funktioniert, ja. Habe ich gerade mit der Flemmer gesprochen, die Flemmer wirst du auch gehört haben, gell? Zu dir Z80. So. Okay, danke. Ja, ich weiß nicht, ob ich da nach Wien komme, am Kalkberg vorbeigeht, das meistens nicht, wie mir die Flemmer eher nicht gehört habe. Gut, dann gebe ich das Mikrofon wieder zurück zur Flemmer und zu dir, okay? Also bis später dann. Na, hat mich gefreut. Danke, hat mich gefreut. Z80 auf jeden Fall super, dass du dich reinbringt hast, gell? Und ja, das ist ein Novum, das haben wir noch nicht gehabt, dass wir über zwei Kanäle so hin und her switchen müssen. Ne? Super, ich werde jetzt die Flemmer fragen, ob sie dich auch gehört hat. Flemmer, hast du den Z80 da vom Heim-QTA gehört? Flemmer, bist du noch da, zu dir? Ja, ich bin eh da. Nein, negativ. Nein? Also ich habe alles aufgemacht, was zum Abmachen geht, aber ich habe ihn nicht gehört. Ne? Negativ. Witzig. Aber schöne Grüße trotzdem. Ich glaube, er wird mich auch nicht hören. Ja, Z80, Flemmer kann dich leider nicht aufnehmen, aber schöne Grüße von der Fledermaus-Mama. Gell? Sie hat alles aufgemacht, aber sie hört dich leider nicht. Also anscheinend geht das zu ihr nicht direkt. Ja, ist das nur durchgekommen, Z80, zu dir? Ja, ich kann die Flemmer auch natürlich über das Gehtwürfenkanal 36 hören. Sie wird mich nicht auf die direkt hören können. Aber zu dir komme ich scheinbar durch diese Schneise bis am Berg Kahlenberg. Dürfte das gerade die Richtung passen vom Stockerau, dass ich zu viel komme. Gut, dann bin ich wieder im Hintergrund, wollte mir nur kurz reinmelden. Bis später, 73 und alles liegt auf an die Flemmer. Mache ich, danke, werde ich ja ausrichten. Na super, also mich wundert es halt nur, dass du mich nicht hörst. Ich meine, mich wundert es nicht. Du hast wahrscheinlich ein sehr hohes Grundrauschen. Ich vermute, du hast ein hohes Grundrauschen. Ich habe ja hier nur ein QEM von einem S2 und du kommst mit einem S3 rein. Wenn du jetzt ein Grundrauschen von S4 hast, dann hörst du mich nicht, oder S5, ist klar, gell? Letzte Frage, falls du mich noch hörst, Z80, wie hoch ist dein Grundrauschen bei dir am Home-QTH? Zu dir nochmal, Z80. Vorname? Grundrauschen, bin dann jetzt mit der George unterwegs, mit der George 2. Die geht sehr gut und natürlich wieder mit Strongfett, ja, die hört auch sehr gut offensichtlich, aber das Grundrauschen ist jetzt natürlich nicht das höher. Gut, dann wieder zurück alles zu klar. Euch, zu dir, Wetter. Danke, ja, danke, das ja, habe ich fast vermutet. Ja, geht super, die George 2, obwohl du da nur eine S-Stufe von S2 auf S3 über das Grundrauschen da bei mir drüber kommst, hast du eine super Modulation, bist gut verständlich, gell? Aber das geht sich halt umgekehrt nicht aus, gell? Weil ich gehe da in deinem urbanen QRM unter und somit geht das nicht. Aber fein, super, gefreut mich, dass wir uns gehört haben, gell? Und ich gebe das Mic wieder zur Flemmer. Flemmer, zu dir. Danke, nein, tut's nur. Wenn sie euch hört, kein Problem. Ich bin nicht da. Na passt, ist in Ordnung. Gut, dann werde ich das Mic von meiner Seite einmal freigeben. Werde dann noch mal ein paar Fotos machen und dann werde ich wieder abbauen und heimfahren. Gell? Auf jeden Fall war der Test erfolgreich. Ja, da bin ich da zum Gateway nach Wien reingekommen, ich bin nach Tulln gekommen übers Gateway, ich bin da jetzt zu dir gekommen, Flemmer, und ich schätze einmal noch viel, viel weiter. Gell? Vielleicht meldet sich ja noch eine Station. Also kurz bin ich noch da, ich lasse das Mic jetzt frei. Flemmer, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag, gell? Und wir hören uns wieder. Immer gerne mit dir. Gell? So, schauen wir einmal. Danke, Vespa 300. Nein, bist du eigentlich mit dem Raul dorthin unterwegs? Nein. Oder wird das jetzt, wenn du interessiert? Nein, heute ausnahmsweise mit dem Kfz, also mit dem Auto. Normalerweise vermeide ich ja das Autofahren, gell, vor mit dem Raul oder mit dem E-Bike, beziehungsweise mit der Bahn oder mit den Öffis, ich habe ja Jahreskarten.
Und aber nur daher in die Gegend, da geht's halt nicht öffentlich. Und mit dem Radl ist mir das auch ein bisschen zu weit gewesen heute. Also heute ausnahmsweise mit dem Kfz. Gell? Und da nutze ich dann gleich die Gelegenheit, dass ich die Antenne ja oben aufs Dach hinaufgeschnallt habe. Also ich habe jetzt meinen, ich glaube mittlerweile hat er 14 Meter Mast am Autodach oben stehen. Gell? Also einfach mit Kabelbinder draufgeschnallt, das geht. Na gut, Wind ist nicht viel, weil sonst nein, ist kein Wind. Das stimmt. Das flattert hin und her. Genau. War man nicht irgendwas im Ohr, im Kopf, du hast doch das Auto hingehabt, hast du etwas erzählt, das hast du schon wieder gekriegt. Super. Ja du, ich hab das sogar schon angemeldet gehabt bei einer Autoentsorgung. Ich hab's schon alles ausgeräumt gehabt, ja. Möchte nicht glauben, was da für ein Zeug sich in 14 Jahren ansammelt in so einem Auto. Ich hab zwei so blaue IKEA-Taschen vorher ausgeräumt. Also das war schon komplett ausgeräumt, gerade dass ich die Kennzeichen nicht runtergenommen habe. Ich habe auch schon die Autoverwertung angerufen. Das Abschleppen hat mir 400 Euro gekostet. Und ich hab das dann noch einmal bin ich zur Werkstatt rein, die mir das gemacht hat und hat gesagt, Herr, schaut euch das Auto an. Ich habe mir gedacht, vielleicht kriege ich noch ein paar hundert Euro, bevor ich da von der Autoverwertung die 300 Euro kriege. Vielleicht gibt mir der 400 Euro oder 500 Euro. Weil der Motor rennt ja wie eine Nähmaschine. Also der hat ja erstens einmal nur 80.000 Kilometer drauf in 14 Jahren. Und zweitens hat er von ersten Tag an immer nur Premium-Sprit gekriegt. Der hat bis auf einmal in Jugoslawien, wo ich keinen anderen Sprit gekriegt habe, hat der immer nur den teuren Premium-Benzin gekriegt. Und der rennt wie eine Nähmaschine. Ich glaube immer bei einem Elektromotor. Also es fährt sich wie ein E-Auto quasi, der Motor. So sauber und sanft rennt er. Und ich habe ihnen das hingestellt und die haben sich das angeschaut, haben mich gleich angerufen und gesagt, nein, Herr Markovic, das machen wir ja sofort in Kulanz und das ist überhaupt kein Problem. Und sie können sich ein paar Tage später das Auto holen, es kostet ihnen keinen Euro. Also die haben mir das auf Kulanz wirklich super gemacht. Ich vermute, ich meine, ich würde jetzt nichts unterstellen, aber ich vermute, die haben irgendein Nachbauteil verwendet, einen minderwertigen oder gebrauchtes Ersatzteil vom Schrotthändler, was weiß ich. Auf jeden Fall haben sie mir das super in Kulanz gemacht und jetzt fahre ich wieder ein Jahr. Also ein Jahr kann ich wieder fahren. Zu dir, Flimmer. Ja. Ich habe das alles mitgekriegt, habe jetzt schon geguckt, was du da geschüttet hast, ganz schön. Ja. Aber naja, sowas kann schon passieren, weil Teile, erstes ist alles ruckzuck, wird da nicht alles nur gemacht. Es wird nicht mehr genau angeschaut oder was und dann kann das eine oder andere dann eh werden. Zum Glück ist nichts passiert und ihr seid alle wohl auf. Das ist das Wichtigste. Aussehen können und so und das Auto ist auch wieder gut. Ja, na gut, die 400er, das ist schon ein bisschen viel, aber dafür hast du da in Kulanz, auf Kulanz das repariert. Musst du auch sehen. Und es ist eigentlich wieder gut, du hast dein Auto auch gleich entrümpelt. Schau, du musst das Positive ansehen. Ja, genau. Ja, das stimmt, Flemmer. Ich habe die Hälfte, was ich ausgeräumt habe, habe ich natürlich nicht mehr eingeräumt, das habe ich dann weggeschmissen, weil da waren ja irgendwelche Spraydosen, Reifen, Pannenspray und was, die waren alle schon stachhart, ja, nach 14 Jahren. Also die Hälfte habe ich ausgemistet, ist ja unglaublich, was ich da auch für Zeug ansammelt. Gell. Und der Verbandspackel, das war schon, glaube ich, seit 9 Jahren abgerennt, also Glück gehabt, dass wir nicht aufgehalten haben und mir ein neues gekauft. Also ja. Ich habe jetzt wieder ein Auto für ein Jahr, gell? Und aber trotzdem im Herbst oder im Spätsommer steht ein Neukauf ins Haus. Das heißt, da werden wir die Bestellung aufgeben. Und Wartezeit ist sowieso 6 Monate und vielleicht dann Anfang nächsten Jahres, dass wir das neue Auto kriegen. Werden wir schauen. Gell? Also dabei fährt er noch. Gott sei Dank ist mir das nicht auf der Autobahn passiert, sondern bei der Abfahrt, ja, bei der Abfahrt von der Autobahn, da ist nur leicht bergab gegangen, dann habe ich noch bergab rollen können, der Stiegel, bis ich wo stehe halt bleiben können. So halb am Gehsteig bin ich dann ausgerollt, gell. Ja, weil es hat einen Schnalzer gemacht, einen Knaller gemacht und das Auto war antriebslos. Motor ist gerannt, Gas habe ich geben können, Kupplung habe ich kommen lassen, Schalten habe ich können, nur ich habe keine Verbindung mehr zu den Antriebsrädern gehabt. Ja, das hat sich alles lose durchgedreht. Wie wenn da die Ketten beim Fahrrad rausgehupft. Naja, logisch, wenn ein Halbachs bricht, ist das ganz klar. Zu dir, Flemmer. Ja, so kann das passieren. So kann das passieren. Ich kann ein bisschen Pause lassen, falls einer will. Nein, das ist nicht. Das ist schon ein Wahnsinn. Nein, da hast du nur Glück gehabt. Wenn du voll auf der Straße, auf der Autobahn und du gerade richtig so am Gas bist und dann passiert, das war das schlimm.
Das war noch ein Glück im Unglück. Nein, auf jeden Fall halt aufpassen. Man muss ohnehin immer aufpassen, wenn man nie weiß. Ich glaube, das tut auch die Hitze in einem Auto auch nicht gut. Nein, und das, nicht. Das Material wird dann auch alles sehr natürlich. Natürlich, ja, die Hitze ist nicht gut. Ich habe ein schwarzes Auto, das wird extrem heiß. Dann vor allem das Steh. Mein Auto ist mir die letzten Jahre nur durch Steh kaputt worden. Ja. Letztes Mal sind wir, oder vorletztes Mal sind wir 4 Bremsscheiben verrost. Ja. Die sind picken geblieben teilweise und sind komplett weggerost. Und sage ich, wie gibt's das? Sagt der Mechaniker, der Master hat gesagt, naja, sie fahren einfach zu wenig. Gell. Und ich fahre so wenig, dass ich nicht einmal einen Ölwechsel, dass wir die nicht einmal einen Ölwechsel machen. Ja. Sage ich, vorletztes Mal, sage ich, wieso ist die Rechnung so niedrig? Da war es ausnahmsweise einmal niedrig. Ja. Sie haben gesagt, naja, sie sind ja kaum was gefahren. Das Öl ist wie neu, warum sollte man das wechseln? Ich meine, das finde ich auch noch gut von einer Werkstatt. Jede andere Werkstatt hätte das Öl auch nicht gewechselt. Ja, weil das war noch so schön Bernsteinfarbe. Hätte das Öl auch nicht gewechselt, aber hätte das verrechnet. Nicht? Und die haben gesagt, nein. Sie sind so wenig Kilometer gefahren, ich glaube knapp 2000 oder was oder überhaupt, in dem Jahr, dann brauchen wir das Ölwechsel und dementsprechend haben sie es auch gar nicht verrechnet. Also das habe ich auch gut angerechnet, der Werkstatt. Gell? Trotzdem sind sie alle Gauner, hei. Ich wollte gerade sagen, alle Achtung, es ist eine gute Werkstatt. Ich meine, die würden sich selber schädigen, weil jede andere hätte es sicher verrechnet. Na Sicherheit. Du kannst tief drauf nehmen. Na sicher. Ein Wahnsinn. Naja, man erlebt auch noch schöne Sachen. Es gibt auch noch nette Menschen, ne? Die ja ehrlich auch sind. Ja. Aber ja, da hast du eine gute. Die bleibt bei der, muss bleiben. Das klingt gut. So, da kommt jetzt irgendein Rauschen. Ja, bleibe ich eh. Das habe ich auch gut angerechnet, ja, weil jeder andere hätte es zumindest verrechnet, auch wenn sie es nicht gewechselt hätten. Gell? Aber die haben gesagt, na, sie sind kaum was gefahren, das Öl ist wie neu, was soll man da wechseln? Ja, so ist das. Ja, nein, ich finde das eigentlich schon nett von denen, weil normal, alle, das sind ja alle link. Das ein bisschen verrechnet was er gar nicht gemacht hat, das kennen wir. Das kennen wir. Was soll jetzt erneuern, ob das jetzt Auto ist oder Durchlaufer oder irgendeine Therme oder was auch immer. Der sagt, ja, habe ich alles gemacht und der nächste kommt kontrollieren, das ist überhaupt nichts gemacht. Ne? Also sowas kennt man eh. Da hast du noch Glück gehabt. Na gut, du wolltest weiter, dann halte ich dich nicht auf, mache ich auch ein bisschen Pause und hören wir sie vielleicht passt. Später wieder. Jedenfalls gute Reise weiter. Danke, Flimmer. Danke, Flimmer, ist lieb. Ja, ein bisschen bleibe ich noch. Jetzt mache ich noch einen Schluck vom Wasser und dann werde ich wieder abbauen. Auf jeden Fall danke, mit dir ist immer nett plaudern. Gell? Und das mit dem Z80 war jetzt auch witzig, habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Also dann, Flimmer, schönen Sonntagnachmittag noch. Bis zum nächsten Mal. Ja, am Apparat war die Vespa 300. Vierte. So. Break. Ja. Kein Problem. Trink aber gutes Wasser, gell? Nicht das vom Arschloch-Kanal, das ist nicht so gut, das schmeckt nicht gut. Nein, keine Angst, Flimmer. Ciao. So, da war Brick, bitte kommen. So, schauen wir mal. Schönen guten Nachmittag von der Station Zierklang, Michael am Mikrofon. Bist du noch? Die Flimmer wird mich wahrscheinlich nicht hören, aber du müsstest mich hören, weil du bist bei mir mit 9 plus 10, fast 9 plus 20. Das heißt, du musst in der Nähe von mir stehen. Servus Vespa 300. Ja, was Michael, servus, Zierklang, freut mich. Also du kommst da bei mir auch bombig rein, da irgendwie 7 aufmodulieren und auf 8. Also ja, wir sind da wahrscheinlich nicht viel auseinander. Ich bin da irgendwo nach Krosenz als Dorf. Also wird das nicht allzu weit auseinander sein, gell? Und hab da ein nettes Platzl gefunden. So in so einem kleinen Wäldchen, ja, ein bisschen abgeschirmt optisch. Und da habe ich mir gedacht, da ist so ein Graben. Ich habe mir gedacht, jetzt baue ich da auf und probiere es und siehe da, es hat funktioniert. Gell, zu dir, Zierklang. Das geht super. Ja, da ist mir einiges klar. Das Großensersdorf ist circa 15 Kilometer Luftlinie von mir entfernt. Also wenn du da irgendwo in der Gegend stehst, ist klar, dass du so stark zu mir herkommst. Geht super. Ja. Na, geht von deiner Seite auch super. Super starke, kräftige Modulation. Gell. Ich funke da wieder mit der CB500, mit diesen Onboard-Akkus. Und mein 12 Meter Mast habe ich um einen halben Meter oben verlängert mit einem Stiegel-Angelruten-Spitzerl, was ich noch gehabt habe. Und habe das Ganze auch noch aufs Dach rauf. Also ich habe das jetzt am Autodachl oben stehen. Da habe ich noch einmal so 1,80 Meter Höhengewinn. Weißt du, es zählt dir jeder Zentimeter. Jeder Zentimeter zählt. Das ist ja wie in der Liebe, HE. Gell? Zu dir, Michael.
Ja, gut. Klar, gut, das funktioniert wirklich tadellos. Ja, gibt's nichts. Ich meine, die Frage ist, ob die paar Zentimeter wirklich so viel ausmachen bei uns im Markt, aber es zeigt sich doch immer wieder, dass das doch drauf ankommt, auf das Stickerl. Ja, na gut, ich weiß jetzt, richte Fledermaus, Mama, einen schönen Gruß von mir aus. Sie wird mich wahrscheinlich nicht hören. Ich werde mich da nämlich gleich wieder verschüsseln. Ich bin schwer beschäftigt mit Formel 1 Rennen schon. Alles klar. Ich habe nur gedacht, ich trinke kurz ein, nachdem ich da auf meinen S-Meter so einen Ausschlag gesehen habe, weil ich mir gedacht, da muss ich mir mal eine trinken, ja, von meiner Seite. Ich höre dich sehr gut. Na, schau dir das an. Ich habe nicht ganz verstanden, Bierglas, Michael, aber ich höre dich sehr Zierklang, gut. Zierklang. Ah, super, na, das freut mich, weil ich kann mich erinnern, es geht sich oft nicht aus, wird aber wahrscheinlich an dem Störpichel sein, den wir jeweils gegen sozusagen haben. Na, super. Ich habe momentan sonst kein Grundrauschen, weil du hast bei mir auch nur einen Dreier, Vierer, und, aber ich verstehe dich ganz gut, es geht eigentlich super. Na, schaut euch das an, das geht super. Ja, genau. Rauschen aus dabei, aber du bist schön deutlich verständlich. Eine super Sache, gefreut mich. Super, ja, der Michael ist gut verstanden. Ja, wunderbar. Na, wie gesagt, ich bin gerade beim Formel 1 Rennen geschaut. Alles klar, und ich glaub, dann viel Spaß. In exakt 22 Minuten oder so ist der Start. Und na, dann viel Spaß. Ich muss noch ein Bier hier richten. Ein Kaffee holen und dann geht's los. Ist klar. Vielen Dank fürs Aufnehmen. Na, ich gerne. Wünsche noch schöne Kontakte und viel Spaß. Danke. Beim Funken und ja, einen schönen Sonntag noch. Danke, Michael, danke schön. Ja, war alles durchgekommen. Dann lass das gut gehen beim Formel 1, gell? Deswegen ist er so wenig los, weil es Formel 1 heute anfängt. Alles klar, gut. Und Flema, zu dir kurz noch. Das ist die Station Zierklang, ja. Und zwar so wie die Zierzeile. In der Schule habe ich immer Zierzeilen gemacht. Ja, Zierklang, so wie die Klangschale. Also Zierklang. Ist das durchgekommen, Flema, zu dir? Zierklang. Zierklang, ich hätte zuerst hätte ich verstanden, Bierglas. Zierklang, ja, also schwer als Kind, bist du gescheit. Bierglas. Gutes Rennen, schönen Nachmittag, so wie die Zierzeile. Gut starten. Bitte gut. Bierglas. Ja, danke schön, führt euch die besten Zahlen. Danke, Michael, immer gerne wieder. Gell? Super ist es gegangen da von deiner Seite. So. Gut. Ich muss sagen, den habe ich überhaupt noch nie gehört, glaube ich. Oh ja. Oh ja, den Michael, die Station Zierklang, so wie Zierzeile und Klangschale, Zierklang, den habe ich schon öfters gehört, mit dem habe ich schon öfters gesprochen. Ja, ist immer nett mit dem Plaudern. Ja, und wir kommen da immer irgendwie zusammen, heute besonders gut auf der Direkten. Ja, also das geht normalerweise nicht so gut wie heute, aber heute geht das spitzenmäßig. Er hat gesagt, das sind so 15 Kilometer Luftlinie. Ja, da geht das schon gut, gell? So, also mit Anwalt ist ja auch da hinten im ja. Ding da haben, in Marksfeld. Ja, ja, genau. Oder wo fahrt 20 oder Wüden? Ja, ja, Marksfeld, aber ich merke mir das Dörferl nicht. Michael, falls du noch da bist, welche Gegend ist das? Michael, kannst du mir da schnell helfen? Weißt du, ich hab ein Hirnkastel schon wie ein Nudelsieb mittlerweile. Ich merke mir nicht mehr. Ja, gar nicht. Das ist Obersiebenbrunn, das ist genau in der Mitte vom Marchfeld sozusagen. Obersiebenbrunn, alles ja, klar. Ja, das kenne ich. Das bin ich immer um den Kurs mit meinem früheren Freund. Passt alles, kenne die Gegend. Obersiebenbrunn, Untersiebenbrunn, alles klar. Stinkenbrunn gibt's. Ja. Da gibt's Unterstinkenbrunn. Jahre verbracht auch. Unterstinkenbrunn. Also, danke. Ja, bitte gerne, nichts zu danken. Für dich. Für dich, Michael. Ciao, ciao. Da gibt es ja auch Obersiebenbrunn, Untersiebenbrunn, Stinkenbrunn, Oberstinkenbrunn. Ja, was weiß ich, alles. Alle möglichen Brunnen gibt es dort. Gell? So, wie gesagt, ich das. Ich bin kurz X. Alles klar, gell? Ich bin auch noch kurz da X und dann werde ich abbauen. Aber dabei habe ich noch, bin ich noch auf Empfang. So, schauen wir mal. Gut, wie gesagt, das ist. Ciao. So, das ist wie gesagt meine derzeitige Konfiguration. Ja, schauen wir mal da her. Ah, da ist schön ruhig. Da ist herrlich ruhig. Fantastisch. Gut, gehen wir dann ein bisschen zurück. Schauen wir sich das nochmal an. Ja, da ist ein Acker, staubtrocken. Wüstenmäßig. Gell? Alles schon angemacht.
Und gesagt, ich bilde mir ein, früher war das Ende August immer. Zum Schulanfang. Aber jetzt ist das schon eineinhalb Monate früher. Naja, die Gentechnologie macht es möglich. Da kann der Klimawandel überhaupt nichts dafür. Das ist alles nur die Gentechnologie. Hei. So, wie gesagt, da haben wir jetzt meinen Aufbau. Ja, und ihr seht, das steht wie ein, naja, wie ein Anzer steht das. Gell, oben am Dache. Ja, jetzt kommt ein ganz leichtes Lüfterl. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall funktioniert das tadellos. Und da haben wir das Machfeld, eine riesen Ebene. Ja, das ist eine der Kornkammern von Österreich. Sieht man eh, ist schon alles abgemahntes Korn. Ja, und auch natürlich auch Gemüse, sehr viel Gemüse, Erdbeeren, alles mögliche Obst teilweise. Also, ich glaube, da ernährt sich halb Österreich davon. Gell? Und wie gesagt, das ist ein nettes, idyllisches, ruhiges Platzerl, habe ich da entdeckt. Ja, und man findet immer Möglichkeit, seine Antenne irgendwo in den Himmel zu strecken. Ja, man muss sich einfach nur bemühen und man muss es tun. Ja, und da zum Beispiel geht er das spitzenmäßig. Gell? Gut, also wollte ich euch noch zeigen. Diesmal, wie gesagt, nicht mit E-Bike, nicht mit Fahrrad, auch nicht mit der Bahn, sondern mit meinem 14 Jahre alten Opel Meriva. Ja, noch hat er ein Jahr Schonfrist bekommen, gell? Ansonsten wäre er heute schon in der Schrottpresse oder bei der, oder in Afrika. Ja, manchmal wandern diese Autos dann nach Afrika, werden dort notdürftig repariert und fahren dort noch etliche Jahre. Gell? Gut, also das wollte ich euch nur noch einmal demonstrieren. Wie gesagt, da einfach drei Flügelmuttern, Torbahnschrauben nennt man die, soweit ich weiß, ja, durchgeschraubt. Da einfach mit Kabelbinder, ja, mit Schwerlastkabelbinder, die halten glaube ich so, weiß nicht, 120, 160 Kilo, müsste nachschauen. Gibt es günstig bei Amazon. Die weiße Farbe ist halt nicht UV-beständig, aber so lange bleibe ich ja nicht. Ich bleibe ja nicht wochenlang da jetzt stehen. Also für die ein, zwei Stunden hält es. Da die Kabel, die Schlauchstellen, ja, ich glaube, die sind aus dem Installateurbedarf für irgendwelche Heizungs- oder handwertige Rohre. Ja, und das, wie gesagt, ein Schwerlastfachträger, 60 cm. Da Flügelschrauben, Brett aus der Restekiste. Ja. Mehr braucht man nicht. Mehr braucht man nicht. Gell? Ein bisschen Fantasie braucht man. Und ja, ein bisschen Experimentierlust und schon funktioniert das. So, jetzt werden wir dann mal schauen, ob da auf den anderen Kanälen was los ist. Ja, deswegen ist es so ruhig, weil heute Formel 1 ist. Das ist jetzt verstehe ich das. So, schauen wir mal. Da mal ein bisschen durchzappen. Was? Ist ich mich behindern? Dann leg mich doch am Arsch. Leg mich doch am Arsch. Ich bin nicht gefahren auf den Sommer. Ja. Ich habe das letzte Mal rausgekommen, dann ist genauso alles mehr oder weniger am selben Ort gewesen wie vorher. Also da hat sich nicht viel verändert. Aha. Dann leg mich doch am Arsch, weil das. Und dasselbe Funkgerät, was ich habe ich auch entdeckt um 300 Euro. Die, wo der Dienstfeld da sucht dann. Aber der hat einen Teilbau mit einem Mäusegravier. Schauen wir mal eine. Fünf so kleine Schiebeschalter mit einem Dicker. Schauen wir mal, ob man da aufnehmen kann. Das würde mich auch machen. Wenn ich dann los und laufe, schicke ich den Schalter an die Badewohnung. Bevor ich das bestelle und hin und her baue, das ist ein Quatsch, wie die Sendung der Depp, der bietet mir ist ja nicht. Breko, Breko. Die Unterstation hier leider nicht. Können wir da wieder abschalten. ASQ01 reicht. Heute ist wirklich sehr ruhig am Bandel. Kein QM. KTX-QM, keine Überreichweiten. Also wirklich super. Fast so wie es null normalerweise. Vor zwei, drei Jahren war ja gar nichts in der Anzeige. Da war ja es null Grundrauschen, gell? Da habe ich immer geglaubt, meine Antenne ist kaputt. Ja. Gut, also, wie gesagt, mein Break haben sie jetzt nicht gehört oder vielleicht auch später. Schauen wir mal weiter, kann ja später noch mal vorbeikommen. So. Oh. Super.
Da ist auch nichts. Wo war denn das? Am 37, oder? Ja, momentan ist es. Alle beim Formel 1. Alle beim Formel 1 sind da. Den Walter kann ich, ich glaube, ich hab's. Breko. Schauen wir mal. Ah, hört mich nicht. Der hört mich nicht. Das ist irgendwo da weit ab. Ach, fehlt er das. So, jetzt schauen wir nochmal am Nenner-Kanal, ob mich da wer aufnehmen kann, und dann drehen wir ab. So, da probieren wir es einmal auf die althergebrachte klassische Art und Weise. Zigu, ist da irgendjemand QRV für die Vespa 300? Break. Schauen wir mal. Wahrscheinlich ist da eh keiner. Alle beim Formel 1. Na gut. Macht nichts. So ist es halt. Letzter Versuch, letzter Aufruf. CQCQ, ist da irgendjemand QRV? Schauen wir mal. Nein, die sind alle. Die sind alle irgendwo. So. Gut. Nein, macht nichts. Schauen wir auf den 35er und verabschieden wir sie. So, da liebe Leute, Vespa 300 macht jetzt Kuh Tango. Ich werde mich jetzt verabschieden und alles wieder abbauen und nach Hause fahren. Pfiat euch, danke für die netten kurzen QSOs. Immer gerne wieder mit euch. Pfiat euch. So, natürlich auch alle Schwarzhörer im Hintergrund. Okay, dann habe ich noch gewartet auf dich. Cheerio, ciao. Knitterfreigebühren 3, Heimreise 73. Danke, bis zum nächsten Flema. Blauschall. Danke fürs Blauschall. Ciao, ciao. Schönen Nachmittag. Danke, Flemer. Wünsche dir ebenfalls. Gell? Wünsche dir ebenfalls einen schönen Sonntagnachmittag noch. Und natürlich all den ganzen Schwarzhörern, die im Hintergrund heimlich lauschen, sicher ja da, hi. Denen wünsche ich natürlich auch einen schönen Sonntagnachmittag und viel Spaß beim Formel 1 gucken, wer das macht. Gell? Wer nicht, der sollte lieber ins Freibad gehen, hi. Jetzt wird es nämlich wieder richtig warm. Pfiat euch. So. Genau, Boden ist gescheiter. Wasser. Nein, bin ich nicht so spaßig. Mach dir nichts. Cheerio, ciao. Ja, die Schwarzhörer, du bist ein freundlicher Mensch. Ja, die, an die Schwarzhörer habe ich gar nicht gedacht. Cheerio, alle miteinander. Ja, Spaß muss sein. Spaß muss sein, genau. Ciao, ciao. Ganz genau, Flemer. Spaß muss sein. Richtig. Vierte, ciao, Papa. Spaß muss sein, die Schwarzhörer. Na, hoch. Dann machen wir da kurz eine Einfahrt. Servus, Flemer. Ah, servus, Fledermaus, grüß dich, danke. Bist du fliegend unterwegs, oder was? Komm nicht weg. Ich komm. Ja, fast. Fliegen was toll. Ah. Klingt aber komisch. Ja, klingt schon komisch. Irgendwie klingt er komisch. Aber gut, was ist? Gut. Ja, wie gesagt. Telefon. So schaut das aus, Telefon. Aber es klingt irgendwie vom Salzwasser dabei. Da dürfte irgendein Wassergraben sein, aber welcher, keine Ahnung. Ausgetrocknet. Na, da pfeift es ordentlich erst. Da pfeift. Hört euch das an, wie es da pfeift. Hört euch das an, wie es da pfeift. Ja, das pfeift sehr laut. Pfeift schon laut. Geräusch auch, ja. So, meine Lieben, danke fürs Zugucken, danke für eure Zeit. Ihr habt gesehen, es geht da auch mitten in der Pampa, sage ich jetzt. Mitten am Ocker geht das auch. Oh, das hört sich furchtbar. Das hört sich furchtbar. Genau. Deswegen ist es. Was? Irgendeiner zum Wasser kommt. So, das ist mein Onboard-Akku.
Ah, oh, das hört sich grauslich an, das Pfeifen. Das Pfeifen ist lustig. Das Pfeifen. Ja, ja. Also, schön grüß. Ja, das Pfeifen ist wirklich grauslich. Du hast da nicht die Schwimmflügel, gell? Vorsichtig. Das Pfeifen ist nicht lustig. Das ich kann nicht, da muss ich keine Probleme haben. Das geht ja aus. So, meine Lieben, aber jetzt ist endgültig Schluss. Du, die Probleme kommen abrupt, das kann man gar nicht vorher bestimmen. Das stimmt, leider Gottes ist es so. Also dann, pfiat euch. Ja, ich bin weg. Ciao, ciao, ist ja gut, weil das Pfeifen ist sehr mühsam. Genau, das stimmt. Das ist wirklich mühsam. Schöne Grüße an alle. Ciao. So, jetzt ist, glaube ich, endgültig aus. So, also wie gesagt, das ist das CB500 mit Onboard-Akku. Geht spitzenmäßig, kann ich stundenlang. Letztes Mal habe ich, glaube ich, gefühlte 4 Stunden damit geredet. Gell? Natürlich normaler Funkbetrieb, also kein Träger gesetzt. Träger könnte man mit voller Leistung 1 Stunde 20 Minuten durchgehend setzen, aber dann wird es wahrscheinlich ziemlich warm, das Gerät. Aber für einen normalen Funkbetrieb ein paar Stunden so am Nachmittag vollkommen ausreichend. Ja, und vor allem fürs Bastkörbchen, wenn ich da Parkbankfunken bin, ja, das wiegt nicht viel, nimmt kaum Platz ein und funktioniert eigentlich auf der Parkbank spitzenmäßig, ist eine kompakte Einheit, gell? Und habe ich eh beschrieben, verlinkt, gell? Für Notfunker interessant, weil die in der Loop keinerlei Pflege bedürfen. Die kann ich 10 Jahre weglegen, das Kistel. Und die Akkus funktionieren nach 10 Jahren noch immer. Also liefern 70% der Nennkapazität. Sprich, statt 2000 mAh liefern sie halt nur mehr 1500. Das reicht aber, um ein Notsignal abzusetzen, sage ich jetzt einmal. Gell? Gut, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Jetzt mache ich wirklich Schluss. Wirklich QR. Tango. Gell? Also dann, pfiat euch, bis zum nächsten Mal auf oder hinterm iPhone war meine inkompetente Inkompetenz die Vespa 300. Hi, pfiat euch. Ciao, ciao.